Liebe Heidegger Reisegäste, heute möchte ich Sie mitnehmen an zwei besondere Orte in Berlin. Der eine Ort ist das gerade wieder aufgebaute Stadtschloss, das als Humboldt-Forum im September 2020 eröffnen soll. Und der zweite Ort ist das Kanzleramt in Berlin, zu dem einmal im Jahr auch die normalen Bürger Zutritt bekommen. Doch wir beginnen mit dem Stadtschloss. Das prunkvolle Stadtschloss war die Berliner Residenz der preußischen Könige und deutschen Kaiser. Im Zweiten Weltkrieg wurde es zwar beschädigt, aber es stand noch. Erst im Sozialismus wurde es gesprengt und an seiner Stelle erbaute die DDR den Palast der Republik. Der wiederum wurde nach der Wiedervereinigung abgerissen und das Stadtschloss mit seinen wichtigsten Fassaden wieder aufgebaut. Im September 2020 soll nun in einer ersten Etappe das Schloss als Humboldt-Forum eröffnet werden. Mitte 2021 wird dann das ganze Gebäude komplett zugänglich sein. Ein Highlight werden die einzigartigen Sammlungen des Ethnologischen Museums sein, die eine Weltreise zu den Kulturen Afrikas, Australiens und der Südsee ermöglichen werden. Und nun zu einem anderen prominenten Gebäude Berlins, dem Kanzleramt. Beim Tag der offenen Tür dürfen einmal im Jahr auch die Bürger vorbeischauen und sich die Innenräume, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, von nahem anschauen. Im Garten steht der Helikopter der Kanzlerin und die Tische sind für die Staatsgäste zum Bankett eingedeckt. Wenn Sie möchten, dann können Sie sich von der Kalligrafin der Kanzlerin eine eigene offizielle Tischkarte mit Ihrem Namen schreiben lassen und damit ein schönes Erinnerungsstück von Ihrem Besuch im Kanzleramt mit nach Hause nehmen. Dieser Tag der offenen Tür der Bundesregierung findet meist am letzten Augustwochenende im Sommer statt, sodass wir 2021 im August eine Reise nach Berlin planen werden. Machen Sie es gut!